Ja, Pyrus, herzlich willkommen zu meinem Unboxing von meiner Abholbestellung aus dem Feuerwerkland. Wie ihr es schon sehen könnt, sind drei etwas größere Artikel, richtig geile Artikel: den White Lion Verbund, den Funke Snowblind Verbund, von Gao die Hammer 51, dann in der Double Deck Red Kiste sind etwas kleinere Sachen. Und dann noch die Funkraketen. Aber zu den Artikeln werde ich jetzt nochmal genauer eingehen und viel Spaß mit den Unboxing. So, da wollen wir mal anfangen. Fangen wir auch direkt mit den Funke-Raketen an, die hier so wahllos rumliegen. Eine Neuheit 2019, die Salut-Raketen mit Silber-Crackling-Aufstieg. Habe ich jetzt schon im Feuerwerkland gesehen. Fand ich absolut mega. Muss ich jetzt selbst auch nochmal testen. Dann die erste größere Batterie von Gao, die Hammer 51. Ein richtig fettes Teil. Endlich habe ich es mal geschafft, die mir auch selber zu bestellen. Bin, muss auch ehrlich sagen, mega gespannt darauf. Wie wir hier schon sehen können, 30 mm. Da verlange ich echt viel und hoffe, die wird richtig gut. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch ein Testvideo geben, aber selbst sagen, auf die Videos kommt leider Salut nicht ganz so gut rüber. Dann als nächstes der Funkeverbund Snowblind mit 2,5 Kilo NEM, 100 Schuss und eine Brenndauer von 40 Sekunden. Ist auch echt schwer, das Teil. Ich habe jetzt schon mal im Vorhinein die ganzen Käfische entfernt, dass wir auch mal reinschauen können. So sieht das gute Stück dann auch aus. Wie ihr hier schon sehen könnt, muss ich das auf jeden Fall noch fertig verleiten. Aber ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das in live ist. Dann kommen wir auch schon zu dem letzten Verbund von Leslie. Der Wild Lion. Eine Neuheit 2019, ist ja im Zusammenhang mit 15 Jahre Leslie quasi entstanden. Ich selbst muss sagen, der White Lion gefällt mir aus der Reihe schon am besten, aber auch die anderen sind wirklich ziemlich gut. So sieht das gute Stück aus. Diesmal mit rotem Papier, ist auf jeden Fall auch interessant. Und freue mich auf jeden Fall auch, den dieses Jahr zu zünden. So, da kommen wir jetzt. Oh, die ist aber schwer. Zu der Double Deck Red Kiste. Wie gesagt, da sind etwas kleinere Artikel drin. Wollen wir sie mal aufmachen. So. Haben wir sie einmal offen. Wie ihr schon erst mal sehen könnt, einige Leslie Gold. Eigentlich bin ich kein Freund mehr so von den vielen einzelnen Batterien, aber ich dachte mir mal, gut, da möchte ich mal 10 Stück verleiten. Am Ende sind es 11 geworden, um einfach mal einen Leslie Gold Verbund zu machen. Ich habe schon jetzt die ersten 2, 4, 5 und 6. Ach, ich muss sagen, ich bin von den Verbünden schon ziemlich kaputt. Sind echt schwer, die Teile. Dann 8, 9 und 10 und hier unten dann die letzte, die 11. Dann haben wir hier von Katan die Super Brawler 2. Zwei Packungen. Möchte ich mal testen, kenne ich so jetzt noch nicht, bin ich auf jeden Fall auch mega gespannt. Dann wieder eine Neuheit 2019, die Gao Black 6,
4 Böller, ich glaube mit einer NEM von 6 Gramm, genau richtig. 24 Gramm die Packung. Sind recht schwer auf jeden Fall. Dann von Funke eine kleine Batterie, die Gold Blue. Ich muss sagen, also für die Größe, was da Funke rausbringt, ist schon wirklich der Wahnsinn. Die habe ich mir auch gleich zweimal bestellt. Hier ist dann die zweite. Dann von Xplode die Big Balls, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das haben wir hier. Zweimal die Cobra 3R von De Blasio Elio. Den kann ich einfach nur empfehlen. Die habe ich ja letztes Jahr auch schon getestet. Da war ich richtig überrascht, wie gut die eigentlich sind. Deswegen auch gleich nochmal zwei Packungen bestellt. Dann nochmal der Weco Pink Stars. Hatte ich letztes Jahr auch getestet. War absolut überzeugt. Deswegen musste er auch gleich nochmal mit. Dann die nächsten Cobras. Das sind auch zwei Packungen, die 3PP4, auch die waren richtig gut letztes Jahr getestet. Wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Dann haben wir von Blackbox die Vogelschreckbombenrohre. Dazu ist ja auch schon auf mein Video, auf meinem Kanal ein Video. Richtig gute Bombenrohre. Aber wie ich schon zu den Hammerverbund sagte, das Salut kommt leider nie so gut in die Videos rüber. Da müsste eigentlich auch noch eine zweite Packung da sein, genau. Also zweimal bestellt. Dann von Leslie sind schon ziemlich bekannt jetzt, die Sputniks. Schöne Bombenrohre mit so einem Tieftonheuleraufstieg und kleinen Zerleger am Himmel. Nur wegen dem Aufstieg habe ich die eigentlich bestellt, finde ich richtig klasse. Wollen wir mal hier den Schinken rausholen von Katan China Bollardé. Auch die kenne ich noch nicht und bin mega auf den Test gespannt. Dann von Gau die Hammer. Genau, es sind drei Packungen. Freue ich mich auf jeden Fall auch riesig drauf, die zu testen, sollen ja wirklich richtig gut sein. Eventuell werde ich auch mal einen Bombenrohrvergleich machen, wo ich mir aber denke, die Hammer, die stellen einfach jedes Bombenrohr in den Schatten. Sind ja auch 30 mm statt 20 mm. Dann haben wir von Blackbox noch eine Rauchfackel Purpur. Dann, schon jetzt gerissen, den von Funke, den Superballer 2 Schinken. Ich selbst habe noch nie von Funke die Superballer 2 gezündet, deswegen bin ich auch richtig gespannt. Bisher eigentlich nur die D-Böller gezündet und die sind ja wirklich auch schon richtig gut. Dann haben wir die Cobra 6R Silber und dazu genau die Cobra 6PP Silber. Bin ich auch richtig gespannt, ob die auch so gut sind wie die anderen, vielleicht sogar auch besser. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Artikel. Ist nochmal eine etwas größere Batterie, wahrscheinlich auch mit einem lustigen Design, die Erotica von Pyro Century. Ist auch so eine Tieftonheuler-Batterie mit, glaube ich, Zerleger am Himmel, genau. Auf jeden Fall bin ich gespannt, die mal zu testen. Ja, das war's dann auch gewesen. Die Kiste ist leer. Ich werde jetzt für euch nochmal eine kleine Zusammenstellung aufstellen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, hier jetzt nochmal der Gesamtüberblick meiner Abholbestellung. Es ist nicht wirklich viel, aber richtig edle Artikel in meinen Augen dabei. Ich werde jetzt auch dazu nochmal etwas sagen. Ich denke, ich habe die Artikel wirklich ausführlich gezeigt. Ja gut, Leslie Gold ist eigentlich so gar nicht meine Welt, aber mal schauen, vielleicht wirklich im Verbund sieht es richtig geil aus. Die Verbünde und dann richtig feine Böller.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, einen Kommentar da, vielleicht auch ein Abo und bis zum nächsten Mal.